heute Abend. Wir müssen miteinander reden. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Oh, das klingt dramatisch. Setz dich doch. Hallo, ihr beiden. Hallo. Entschuldigt, wir wollten euch nicht stören. Tut ihr nicht. Setzt euch doch zu uns. Wie war euer Nachmittag? Ach, himmlisch. Erst haben wir einen kleinen Stadtbummel gemacht und dann waren wir noch schön romantisch essen. In Quartier Trois, unserem Lieblingsfranzosen. Da hat Oliver mich auch zum ersten Mal gefragt, ob ich ihn heiraten möchte. Und? Was ist mit euch? Jetzt drängen die beiden doch nicht so. Wenn es soweit ist, werden sie es uns schon sagen. Ist schon gut. Ich wollte es euch eigentlich erst morgen sagen. Ich nehme Pascals Antrag an. Ja, ich möchte deine Frau werden. Ich freue mich so für euch. Oliver, ist das nicht wunderbar? Ja. Glückwunsch. Also, darauf müssen wir anstoßen. Danke. Auf euer Wohl und die Liebe. In der Liebe seid ihr unser großes Vorbild. Ihr entschuldigt mich. Ich habe letzte Nacht kaum geschlafen. Ich bin todmüde. Und ich freue mich so, dass ich die ganze Nacht kein Auge zutun werde. Also ich bleib noch ein bisschen bei den beiden. Ja. Schlaf gut, mein Schatz. Gute Nacht zusammen. Gute Nacht. Ich muss auch bald gehen. Wie? Du schläfst nicht hier? Wir wollten bei Bianca noch auf unser Glück anstoßen. Tja, dann gute Nacht. Kohlensäure. Ist das okay? Ja, sehr. Ich dachte schon, sie kommt nicht mehr. Ich hab's doch versprochen. Der Kasten kommt in die Küche? Ja, bitte. Hier steht ja noch eine fast volle Kiste. So? Naja, man kann nie genug haben. Ich wäre doch auch so gekommen. Da war ich mir nicht so sicher. Sie waren so... so reserviert am Telefon. Nein. Ja? Ich war gerade bei der Arbeit. Entschuldigung, ich habe riesigen Durst. Ein Glas? Geht so, danke. Übrigens, sind Sie mir noch eine Antwort schuldig? Welche denn? Waren Sie mal so verliebt, dass... dass Ihnen alles egal war? Warum wollen Sie das wissen? So halt. Liebe ist das so eine Sache. Waren Sie nun oder waren Sie nicht? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass man auf die Liebe nicht bauen kann. Sind Sie mal enttäuscht worden? Was heißt enttäuscht? Mit Denise waren Sie doch auch nicht glücklich. Das stimmt. Aber inzwischen sind Denise und ich dicke Freunde. Wollen Sie wieder gehen? Nee, wieso? Weil Sie Ihre Jacke noch anhaben. Machen Sie sich doch nicht so viele Gedanken. Lassen Sie uns doch einfach genießen, was wir haben. Hm?
Du hast mich heute Abend sehr glücklich gemacht. Ich kann es immer noch nicht fassen. Und wie geht's dir? Ich bin froh, dass ich eine Entscheidung getroffen habe. Du bereust sie doch hoffentlich nicht gleich wieder. Nein, natürlich nicht. Kann ich noch mit reinkommen? Wir müssen heute nicht miteinander schlafen. Oh Gott, das muss jetzt wirklich verletzend für dich sein. Ich werde es überleben. Ich lasse dir die Zeit. In der Zwischenzeit können wir viele andere Dinge miteinander machen. Was denn? Zum Beispiel joggen. Jetzt? Nein. Ich dachte so eher an morgen früh, vor der Arbeit. Ich bin schon so lange nicht mehr gejoggt. Ich glaube, meine Kondition ist eine Katastrophe. Kein Stress. Wir lassen es ganz langsam angehen. Gut. Ich bin dabei. Dann hole ich dich morgen früh ab. Es ist schon merkwürdig. Was ist merkwürdig? Bisher habe ich immer nur Freundschaft für dich empfunden. Aber von Tag zu Tag wird es mehr. Schlaf gut. Habe ich heute Abend die richtige Entscheidung getroffen? Ich habe mich selbst überrascht. Aber als ich gesehen habe, wie Oliver und Judith ihre Hände hielten und so vertraut miteinander waren, da habe ich einfach ja gesagt. Musst du dich abreagieren? Das habe ich nicht nötig, aber man muss fit bleiben, wenn man die Nase vorn haben will. Ich habe auch ohne Joggen die Nase vorn. Ach so, du kannst mir übrigens gratulieren. Wieso, hast du Geburtstag? Nix Geburtstag, ich habe die Nuss geknackt. Bianca? Sie konnte mir nicht länger widerstehen. Ich höre. Sie ist mir praktisch wie eine reife Frucht in den Schoß gefallen. Sie hat mit dir geschlafen. Fast. Schlappschwanz. Sie will mich heiraten. Damit habe ich wirklich nicht mehr gerechnet, das hat sie gesagt. Sogar vor Zeugen. Oliver? Und Judith. Du hättest Olivers Gesicht sehen sollen, als sie ja gesagt hat. Er sah aus wie ein Hummer im Kochtopf. Ach, der Ärmste. Und, wie steht's mit deinen Plänen? Ariane fertig zu machen und selbst Frau Wellinghoff zu werden? Alles im grünen Bereich. Irgendwelche Aufgaben für mich? Wenn ich deine Hilfe brauche, dann sage ich dir Bescheid. Ah, ich gehe jetzt mit Bianca joggen, du weißt ja, wo ich zu finden bin. Ja, dann pass auf, Nussknacker, sonst läuft sie noch ohne dich davon. Ist Kathi schon weg? Schon längst. Wie siehst du denn aus? Wie jemand, der joggen geht? Wieso joggst du plötzlich? Weil's fit hält und Spaß macht. Mhm. Läufst du allein? Mit Pascal. Na, den hätte ich auch nicht in der Marathonliga vermutet. Ja, so kann man sich täuschen. Hier wird übrigens ein bisschen Bewegung auch ganz gut tun. Ja, ich heiße der Erbe Winston Churchill. No sports. Außer Sex. Heiko, ich habe gestern Pascals Heiratsantrag angenommen. Im Ernst? Ja. Aber gestern hast du doch noch gesagt, dass du dich gegen ihn entscheiden willst. Ich habe meine Meinung geändert. Liebst du ihn? Ich fühle mich wohl bei ihm. Das reicht dir. Ist doch schon eine ganze Menge. Er ist sehr aufmerksam, er ist für mich da, er kann Entscheidungen treffen. Im Gegensatz zu dem Weichei Oliver. Pascal weiß, was er will. Und du nennst Oliver nicht so. Na, ich hoffe, du hast die richtige Entscheidung getroffen. Hab ich. Und lauf nicht so schnell. Herzen zerbrechen nicht nur an der Liebe, sondern auch an zu viel Ehrgeiz. Keine Sorge. Wir wollen es langsam angehen lassen. Na dann. Wie lange haben Sie eigentlich in der Wellinghoff Bank gearbeitet? 10 Jahre, warum? Nur so. Das ist eine lange Zeit. Allerdings. Sie waren doch die Assistentin von Herrn Wellinghoff. Wie war denn das so? Warum fragen Sie? Interessiert mich eben. Aber mich interessiert das nicht mehr.
Sie haben doch Herrn Wellinghoff auf dem Salzerabend in Heikos Laden getroffen. Ja, und? Ich habe gehofft, dass Sie dort vielleicht Ihr Problem hätten klären können. Da gibt es nichts zu klären. Wie ist eigentlich Herr Wellinghoff so? Als Mensch, meine ich, in der Zusammenarbeit. Ich möchte nicht über Herrn Wellinghoff reden, verdammt nochmal. Das Kapitel ist für mich ein für alle Mal abgeschlossen. Ich habe zwar nicht so viel Lebenserfahrung wie Sie, aber eins weiß ich. So wie Sie es ablehnen, über Herrn Wellinghoff zu sprechen, heißt das... Ja? Dass Sie ihn entweder gehasst haben... Oder? Oder ihn geliebt haben. Von wegen keine Kondition, du bist fit wie ein Turnschuh. Wie ein Pantoffel. Meine Beine sind schwer wie Blei. Für den ersten Tag schlägst du dich ziemlich wacker. Ich werde morgen so einen Muskelkater haben. Das wird schon nicht so schlimm werden. Los, wer als Erster am Eingang ist. Oh nein. Das war nicht fair. Ach, wieso? Du hast mich gewinnen lassen. Sieger ist, wer als Erster ins Ziel kommt. Weißt du, was immer schon mein größter Traum war? Nein. Beim New York-Marathon mitzulaufen. Mach das doch. Du bist doch fit genug. Aber inzwischen hat sich mein Traum ein wenig modifiziert. Erzähl. Wenn wir beide regelmäßig joggen, dann sind wir bald so fit. Dann machen wir so eine Hochzeitsreise nach New York und laufen beide beim New York-Marathon mit. Was hältst du davon? Also nach New York komme ich sofort mit. Marathon ist nicht so ganz mein Ding. Aber die haben ja U-Bahn, ne? Ich gehe jetzt duschen. Danke, hat Spaß gemacht. Mir auch. Ach, hier bist du. Ich habe mir noch mal die Echo Corrente-Akte angesehen. Und? Ich begreife nicht, wieso ihr die Anteile nicht verkauft habt. Es war ein faires Angebot. Oliver, das haben wir schon alles besprochen. Wir hätten da noch eine Menge Geld rausschlagen können, verdammt noch mal. Ich wollte nicht in deine Kompetenzen eingreifen. Es geht hier nicht um irgendwelche Kompetenzen, sondern um unsere Bank. Ich möchte nicht, dass wegen dieser Angelegenheit Missstimmungen zwischen uns aufkommen. Ich habe einfach nur versucht, das Richtige zu tun. Vergiss es. Oliver, ich weiß doch, wie sehr dich dieser Deal schmerzt. Niederlagen tun weh. Ich weiß, wovon ich rede. Aber du musst diese Sache endlich loslassen. Da findest du auch wieder deine Ruhe. Müde? Ja, bin bis 2 Uhr am Fisch vor Pfann versackt und heute wieder früh raus. Ist irgendwas? Fragst ja gar nicht nach Helga und mir. Wenn du nichts sagst, frage ich auch nicht. Seit wann bist denn du so zurückhaltend? Das war ich schon immer, du hast es bloß noch nicht gemerkt. Na, eigentlich gibt's da ja auch nichts zu verheimlichen. Zwischen dir und Helga? Mhm. Da ist nichts. Wie, da ist nichts? Du hast mir doch gerade noch erzählt, dass du dir mit Helga die ganze Nacht um die Ohren geschlagen hast. Und? Ja, wie und? Und da läuft nichts. Nicht so, wie du denkst. Also doch. Gib's doch zu, zwischen euch hat's gefunkt. Nein, Helga und ich, wir sind einfach nur Freunde. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Vielleicht will ich mich auch interessant machen. Gegen dich kommt man ja nicht an, du bist immer so temperamentvoll. Gib dir gleich was Temperamentvolles, Eddie.